Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute habe ich einige Season 5 Leaks für euch, vorab natürlich wieder betont. Leaks sind Informationen, die so kommen können, aber nicht müssen, also wie immer mit Vorsicht zu genießen. Das meiste trifft aber wie immer so ein. Von iLoot Games habe ich die ganzen Informationen, Dataminer, der jedes Mal, wenn es ein neues Update gibt, sprich das Bloodhound Event, hat wieder neue Informationen ans Tageslicht gebracht und da möchte ich euch jetzt ein bisschen was präsentieren, was sehr, sehr interessant ist. Außen vor Loba habe ich vor kurzem erst ein Video gemacht, kann ich gerne noch mal einblenden, wer das verpasst hat. Da rede ich über Loba, wie sie aussieht, gibt es Bilder, was ihre Fähigkeiten sind, natürlich logischerweise. Inhaltlich zu diesem Video, es gibt Informationen über eine Pathfinder Edition. Ihr kennt diese beiden Editionen von Bloodhound und Lifeline. Octane gibt es aktuell eine digitale Version. Ich habe Bilder von dem Skin, den er dann bekommen wird. Es gibt Informationen für einen neuen Modus, neue Granatenarten oder Art. Eine Überwachungsdrohne soll es wohl bald geben. Dann gibt es wohl bald noch Season 4, einen Ingame-Teaser, der wohl am 24. März wollte ich gerade sagen, April stattfinden wird, rund um Loba. Es gibt eine Tür, die entdeckt wurde, die ich aber speziell nicht gefunden habe, rede ich gleich drüber. Das ist inhaltlich wohl grob ein Teaser für Loba. Dann gibt es noch ein Hologramm über neue Spots, von aktuellen Spots auf dem Kings Canyon, die sehr, sehr interessant sind. Ja, das ist ungefähr grob die Richtung, über die ich reden will. Wir fangen mal mit den Granaten an und ich wünsche natürlich vorab viel Spaß mit den Informationen. Lasst wie immer vorab einen Daumen für dieses Video da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Wir legen jetzt direkt mit den Informationen los. Ich fange mal mit der neuen Granate, dem Explosiv-Tick an. Seit Season 4 gibt es ja hier diesen Waffencharm zum Beispiel. Das ist eine Granatenart aus Titanfall, die sich selbstständig bewegen kann. Die läuft, glaube ich, unkontrolliert hin und her und explodiert irgendwann. Wie genau das funktioniert, ich habe Titanfall nicht gespielt, kann ich euch nicht sagen. Das erste Mal dazu, also war Season 4 schon mal irgendwie ja ein Teaser für diese Granate, dass die irgendwann kommt. Jetzt zu dem, was ich euch zeigen will, und zwar ist das einer dieser Quellcode-Fetzen, die iLoot Games veröffentlicht hat. Einmal die untere Hälfte von diesen Soundfiles sind das, und zwar nennt die eine sich Tick. Das sind quasi Geräusche oder verschiedene Geräusche, je nachdem auf welchem Untergrund diese Granate läuft. Gras, metallischer Fußboden, Dreck, Matsch, hast du nicht gesehen und so weiter. Und die obere Hälfte ist etwas, was man wörtlich übersetzen könnte als Überwachungsdrohne. Habe ich vorher erst gedacht, Frag Drone oder Sentry Frag Drone hätte ich gedacht von Krypto, macht aber keinen Sinn, weil auch hier die Soundfiles sagen, verschiedene Geräuschkulissen, je nachdem über welchen Untergrund sie läuft. Also wird es wohl noch eine Überwachungsdrohne in Season 5 geben, was ich sehr, sehr interessant finde. Vielleicht kennt der ein oder andere sich ja auch mit Titanfall aus und kann mir hier in den Kommentaren vielleicht mehr darüber erzählen. Das war's zu der Granate. Als nächstes geht es um diesen kleinen Fetzen, und zwar ist das ein extra Perk für die aufklärenden Legenden, sprich Bloodhound, Krypto und Pathfinder. Es könnte sein, dass der Pathfinder davon ausgenommen ist. Was sehen wir hier grob? Team. Es könnte sogar sein, dass vielleicht auch in dem Team eine Lifeline oder eine Wraith sein könnte. Team deals prozentual mehr Damage über eine Detected Enemy, also quasi ein Gegner, der von einem Bloodhound-Scan oder von der Krypto-Drohne gerade geortet wurde. Hier bleibt dann abzuwarten, wie viel Prozent mehr Schaden machen wir auf einen Gegner, der gerade geortet wurde, und betrifft das nur die drei aufklärenden Legenden, die ich gerade angesprochen habe. Und was auch interessant wäre, bekommt der Gegner, der geortet wurde, auch mehr Schaden, wenn er schon außerhalb der Reichweite des Scans oder der Drohne ist von Krypto, oder ist das nur in der Zeit, wie er geortet ist? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ist quasi, ja, erinnert euch an das blaue oder an die blaue Supply Box von Lifeline. Das ist ja auch eine klassenspezifische Fähigkeit, die neu dazugekommen ist. Und das ist dann wahrscheinlich oder aller Voraussicht nach in Season 5 eine klassenspezifische Fähigkeit oder Perk, der für die drei besagten Legenden dazukommt. Als nächstes habe ich diesen Fetzen hier für euch. Den oberen Teil würde ich einfach mal weglassen. Da steht einfach nur Battle Armor Level 1 bis 3 und das Evo Body Shield. Interessanter ist eigentlich der untere Part. Und hier könnte man, bevor ich das überhaupt
versuche zu interpretieren, also genauer zu interpretieren, könnte ich mir vorstellen, dass das in Season 5 ein komplett neuer fester Modus ist oder eben auch ein Event. Und zwar der untere Teil, da steht Spawn with White Ammo bis Purple Ammo oder Evo Body Shield mit Pistolen. Also zu Deutsch grob übersetzt, ihr respawnt mit einer bestimmten Art von Körperschild und Pistolen. Hier könnte man rein interpretieren, es gab im Gran Zoerie Event schon mal einen zweitägigen Modus, wenn ihr da drauf gegangen seid und die nächste Zone beginnt. Dann seid ihr gerespawnt bei eurem Team mit einer bestimmten Rüstung schon wieder. Wahrscheinlich war es, ich glaube es war zum Beispiel die Rüstung, mit der ihr drauf gegangen seid und ein Teil eurer Ausrüstung. So könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein fester neuer Modus kommt oder vielleicht sogar in, wie in Call of Duty Warzone, so ein bisschen nachempfunden, ihr landet direkt schon mit einer Pistole in der Hand und vielleicht auch einer Rüstung. Ich glaube zwar eher, dass es nicht so ist, sondern dass es ein fester Modus ist, wo ihr, wenn ihr drauf geht, vielleicht ist das ja, das könnte tatsächlich sein, ihr seid tot, ihr werdet gerespawnt, also euer Beacon wird geholt und ihr werdet gerespawnt von euren Teammates und ihr landet dann vielleicht wieder mit einer Pistole zur Verteidigung. Und vielleicht mit der Rüstung, mit der ihr draufgegangen seid, das könnte man auch denken. Lasst euch hier auch in den Kommentaren einfach mal aus und sagt mir, was ihr davon haltet, was ihr vielleicht denkt, was das sein könnte. Bevor ich gleich zum Ingame-Teaser komme rund um Loba und um Season 5, am 24. April voraussichtlich, zeige ich euch die Pathfinder-Edition, zumindest den Skin. Achtung, ihr Hammern. Und diesen Badget rechts dazu, dieses Smiley, sieht ultra geil aus. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich mir den holen werde, weil ich diesen Skin total geil finde. Und ich muss euch sagen, ich habe aus vergangenen, viele Monate her, gab es schon mal so ein paar Bilder, die veröffentlicht wurden. Ich bin der Meinung, ich habe diesen Skin von dem Bloodhound schon mal, ich glaube, irgendwo an die Wand gesprüht von irgendeinem Bild. Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, wo ich das mal gesehen habe. Auf jeden Fall kommt mir dieser Skin mega bekannt vor aus, keine Ahnung, vielen langen Monaten ist das schon her, als ich das mal gesehen habe. Jetzt kommen wir zum interessanten Part des Videos und zwar Ingame-Teaser technisch, entweder rund um Loba oder um Season 5. Ein geheimes Tunnelsystem eventuell oder. Ich zeige euch gleich eine geheime Tür. Ich zeige euch ein Hologramm. Und vorab möchte ich betonen, hier ist es für mich sehr schwierig, das ein oder andere, was ich auch an Voicelines, Pings und so weiter, was ich gleich noch einblende, richtig zu interpretieren weiß. Deswegen kann das sein, dass ich hier und da vielleicht ein paar Wortfindungsstörungen habe, wenn ich vielleicht ein bisschen ins Stottern komme. Nehmt mir das nicht übel und hier seid ihr natürlich auch gefragt, vielleicht interpretiert ihr ein paar Sachen anders als ich. Wir fangen direkt mal mit den zwei Bildern an und zwar ist eine Tür aufgetaucht. Da gehe ich gleich ein bisschen genauer drauf ein, sobald ich hier meine Maus so aktivieren kann, damit ihr wisst, über welchen Teil des Bildes ich rede. Dazu aber gleich später mehr. Dieses Bild ist auf Twitter aufgetaucht und es geht um das Hologramm, dieses welches hier. Was wir hier genau sehen, sage ich euch auch gleich, sobald ich euch einmal die Voicelines gezeigt habe, damit ich nachher euch in Ruhe das hier alles mit der Maus richtig zeigen und erklären kann. Und zwar fangen wir mal mit den ersten Voicelines an, die sehr interessant sind. Und zwar schaut euch gleich mal das vorletzte an. Ich gehe davon aus, dass es Voicelines sind, die eine Legende wahrscheinlich automatisch sagt. Und hier und da vielleicht ist es auch ein Ping-Voice. Keine Ahnung, das vorletzte auf jeden Fall. How big is this? Das Hologramm, was ich gerade gezeigt habe, das ist entweder ein unterirdisches System mit verschiedenen neuen Räumen und dann das viertletzte, More Tunnels und dann kommt Check West Half of Island. Westlich checken, Hälfte der Insel, keine Ahnung, wie man das interpretieren kann. Und dann wird hier noch ein Name genannt, ein Ping drüber, Electrical Device Check with Jamie, klingt nach einem Namen. Aber eine andere Legende kann es nicht sein. Das erstmal dazu. Hier möchte ich gar nicht zu viel reininterpretieren. Was jetzt aber auch interessant ist, ist von dem Holo gibt es hier, das ist nämlich auch ein Voiceline. Das dritte ist hier interessant. Warehouse Hologramm. Das wird dieses Hologramm sein, was ich gerade eingeblendet habe, dass man wohl pingen kann. Und Warehouse könnte einer der Gebäude rund um den Hydrodamm sein. Das ist nur eine Vermutung. Und hier haben wir noch ein paar Pings oder Voicelines. Teleport und so weiter oder das zweite Bracklet, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Das ist, glaube ich, dieses Teleportationsdevice von Loba.
Jetzt möchte ich noch eins zurückspringen. Nicht zurückspringen. Ich wechsle jetzt mal kurz in einen anderen Modus, sodass ich die Bilder Stück für euch nochmal genauer betrachten kann, damit ich euch mal zeige, was es hier eigentlich zu entdecken gibt. So, jetzt bin ich hier drin. Ich hatte gerade ein paar Probleme. Und zwar ist diese Tür aufgetaucht. Auf Twitter ist dieses Bild entdeckt worden. Ich habe jetzt über eine halbe Stunde nach dieser Tür im Hydrodamm und auch außerhalb gesucht. Ich habe diese Tür nicht gefunden. Möglicherweise wurde diese wieder rausgepatcht. Und ja, das kann sein, dass es zwei Türen sogar sind. Ich habe nur auf dem Standard Kings Canyon Season 2 geschaut. Es könnte sein, dass man den bei Kings Canyon After Dark noch finden könnte, die Tür. Das macht für mich zwar keinen Sinn, weil die Standard Kings Canyon Map in der Rotation ist normalerweise die ganz normale Season 2 Kings Canyon Map. Sollte die jemand doch finden, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall vermutet man hier den Ingame-Teaser zu Loba und zu Season 5. Also wissen wir, dass wir am 24. April am Hydrodamm suchen müssen. Und zwar vermutet man hinter diesen Türen, dazu wechsle ich nochmal zu dem Hologramm, und zwar vermutet man dieses Hologramm. Ich mache das mal ein bisschen größer und dann sage ich euch mal kurz, was hier zu sehen ist. Und zwar auf der rechten Seite sollte normalerweise, wenn man es länger betrachtet, sollte zu erkennen sein, dass das der Hydrodamm von außen ist. Ihr seht hier, das ist der mittlere Punkt von dem Hydrodamm, wo diese Fragmente, diese Dreiecksfragmente wie so eine Pizza aufgeteilt weggehen. Hier ist, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, diese Riesentür zu diesem Berg Teil des Hydrodamms, wo ich diese Tür vermute. Und hier gehen die ganzen Rohre weg. Und das ist hier das, was ich vermute, dass das das Warehouse ist vom Hydrodamm, wo quasi diese Pinks mit dem Hologramm, das könnte sein, dass dieses Hologramm hier zu entdecken ist. Und diese grün hervorgehobenen Elemente könnten irgendwelche unterirdischen Systeme sein. Das ist nur eine Vermutung von mir. Was auch interessant ist, und das ist nämlich der Bereich, das ist ganz, also ist zumindest meine Meinung, ganz klar zu erkennen, dass das das Wraith-Labor ist. Ihr seht hier in dem Bereich, das ist der Haupteingang ohne das Portal. Dann geht ihr hier runter, hier geht es so bergab. Und wenn ihr euch hier rechts haltet von der Haupthalle weg, ist hier der geheime Raum, wo Krypto aufgetaucht ist und wo dieser Laptop zu finden war. Und wenn ihr hier nämlich geradeaus geht, ist hier der Ausgang des Portals. Ihr seht es hier auch, wenn ich das ein bisschen ranzoome, sieht das hier so kreisrund aus. Das sieht aus wie das Portal. Also es kann eigentlich nur das Wraith-Portal sein. Und hier ist nämlich der interessante Part. Das ist ein Bereich aus dem Labor, der uns nicht zugänglich ist. Und da vermutet man, dass das entweder ein Zugang zu der Tür ist, die Tür, die ich gerade eingeblendet habe. Vielleicht ist das ja auch, ich weiß nicht, ob das unterirdisch ist, das so nah aneinander, der Hydrodamm und das Wraith-Labor, ist das so nah aneinander, dass das vielleicht, keine Ahnung, dass das miteinander verbunden ist unterirdisch. Auch dieses relativ durchsichtige, hier diese einzelnen Linien hier, die ihr hier seht, so relativ rot durchsichtig. Das könnten auch unterirdische Tunnel sein. Hundertprozentig weiß ich das natürlich nicht. Ich möchte noch mal ein paar Einzelheiten zu der Tür sagen. Moment, ich blende sie noch mal ein. Falls sich nämlich jemand auf die Suche nach der Tür machen will, markante Spots vor der Tür ist einmal der Fußboden. Diese Kacheln, die findet man fast ausschließlich nur im Hydrodamm, quasi wo die Schiebetüren sind, in dem Berg. Was auch sehr markant ist, ist dieses Geländer, um einfach das zu finden, oder dieser Pfeiler, beziehungsweise diese weiße Decke, die ja auf dem Boden liegt. Ich bin der Meinung, dass die Tür nicht mehr da ist. Sollte sie jemand finden, verratet mir den Spot. Ich hätte sie mir gern mal angesehen. Das soll es jetzt von dem Video schon wieder gewesen sein. Der letzte Teil hat sich natürlich ein bisschen in die Länge gezogen. Sorry dafür, sorry, wenn ich es ein bisschen lückenhaft jetzt hier auseinandergenommen habe. Das soll es für mich jetzt gewesen sein. Ich hoffe, dass bis zum 24. April natürlich noch mehrere Informationen auftauchen. Sollte das der Fall sein, seid ihr auf dem Kanal genau richtig. Dann gibt es von mir die aktuellsten News. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Lasst dem Video noch auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.